Randy hat ein Date in München. Freut euch auf einen Tag mit Spaß, Emotionen, Gefahr und der ein oder anderen Karaoke-Session. Was kann man alles in München so erleben und sehen? Wir finden es gemeinsam raus. Das war kein leerer Schuss. Und am Ende des Videos besuchen wir noch ein Restaurant, das die liebe Lena uns zeigen möchte. Viel Spaß mit der ersten Date-Folge aus München. Guten Tag, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg und herzlich willkommen zu einem ganz neuen Format. Wetter ist gut. Schaut selbst. Klarer Himmel. Die Wolken bewegen sich etwas schnell. Schön Mini Cooper. In diesem Sinne legen wir los, Ladies and Gentlemen. Wir müssen auf jeden Fall Lena abholen. Let go, Baby! So, was schon mal blöd gelaufen ist. Lena ist schon am Bahnhof. Es ist 24. Sie hat gesagt, um 27 ist sie da. Ich bin einfach zu spät. You remind me of a girl and I. Wenn 10 schlecht ist, dann 10. Hallo. Hi, alles gut? Ja. Alles gut? Gut angekommen? Ja, sowieso. Du warst früher da, oder? Ja, heute hat es gar nicht so lange gedauert. Das Wetter sieht gut aus, würde ich sagen. Sehr gut, das freut mich wirklich richtig. Warst du schon im Englischen Garten, ja, oder? Nein, noch nie. Wie oft warst du schon in München überhaupt? Ich bin eigentlich jede Woche dreimal da. Was machst du so viel in München aber? Party? Auch. Ich wollte gestern auch schon wieder Party machen. Bis um 4. Bis um 4 und du siehst so aus, du bist ja topfit. Danke, ja. Ich habe ja Urlaub, das muss ich ausnutzen. Okay, wie lange hast du Urlaub? Ich habe jetzt verlängert gekriegt, weil ich viele Überstunden habe. Das heißt, ich habe den ganzen August frei. Lena und Randy werden heute einen Tag in München verbringen. Boah, wir können eigentlich auch auf eine Olympiatour. Warst du schon mal? Nein. Du warst? Ich war nur Party machen. Diese Stadt ist schon sehr schön. Weißt du, was für mich das Schlimmste ist? Mit lauter Musik Auto durch die Stadt zu fahren. Hang that nigga, cause I got it out the mud. Hang in the family, nigga, be on blood. Look, ain't no bitch finna front on me. Bad body bitch with the jumbo TV. Bist with slurp. Decisions to suck as I leap in the Die Müdigkeit kickt. Du hast sie doch ausgesucht zu feiern. Ich wollte ja nicht so lange feiern. Aber? Aber eins geht noch. Warum hast du mich nicht eingeladen zu feiern? Perfekt. Wir sehen Boote, Ladies and Gentlemen. Es gibt auf jeden Fall elektrische, es gibt Ruderboote und es gibt Tretboote. Ich hab keine Boote mehr. Ah echt, wie lange müssen wir warten, Chef? 10 Minuten. Oh, okay. Ja, geht schon. Das ist okay. Volle Kanne. Und Hände aufgeschnitten. Hände waren offen, also es geht voll. Hals ist auch weg, aber hier war alles offen. So, halbe Stunde? Ja. 11 Euro bitte. Er ist voll unfreundlich. Er hat gar keinen Bock auf sein. Aber ich bin bei solchen Menschen immer extra freundlich. Seid ihr zu zweit? Ja, wir sind zu zweit. Immer links, immer rechts. Ja. Das kann man es werden. Ich sag's dir. Oh mein Gott. Und rückwärts. Oh, das ist ja übel anstrengend. Wir kriegen das schon hin, Chef. Also ich glaube, das wird mehr an mir hängen, hier zu arbeiten. Auch. Aber ich kann weiter vorrutschen. Schau mal. Tiny Maus. Es ist vielleicht nicht der beste Tag, um Tretboot zu fahren. Schwer, ein Bier wäre nicht schlecht eigentlich. Es ist 13.17 Uhr. Alles ab 12 geht. Wie grüßt man auf der See? Ahoi. Weiß ich nicht. Ahoi, Captain. Ahoi. Schau, glaubst du, man kann ins Wasser springen? Nein. Okay, jetzt kommt die wichtigste Frage der wichtigsten Fragen. Wer ist dein Lieblingsrapper? Dreimal durchs Rad. Flex. Ich glaube, es wird jetzt einen Unfall geben. Nein, jetzt eh nicht. Fast gab es einen Unfall. Fast. Süße Mäuse. War rechts vor links? Habe ich übersehen. Süße Mäuse, hast du gesagt? Süße Mäuse, ja. Wow. Oh, eine süße Maus. Oh mein Gott. Dann sag ich dir schon, dass die hübsch sind. Ja. Das sag ich auch immer so, wenn ich so coole Jungs, die süßen Mäuse. Das machen wir Männer auch. Genau. Mhm. Die süßen Mäuse. Also da ist nichts mit Schwimmen, gell? Da wachsen einfach Tannenbäume. Würdest du da reinspringen können? Nein. Ist die zu eklig? Ja. Wie gut habe ich geparkt? 10 von 10. Heute ja. Heute ist okay. Gell? Heute ist okay. Ah, okay. Ja, heute ist okay. Dankeschön. Vielen Dank auch. Das hier kennt man nur in Bayern, Ladies and Gentlemen. Oberster. Take it out. Das ist ein Game Changer mit Brezel aber. Salzbrezeln, was wie geil das ist. Mitternachtssnack. Wie Salzbrezeln? Mit Salzbrezeln. Ach, mit diesen kleinen. Mhm. Auf jeden Fall. Alter, hier ist Kampf gegen Wespen.
Lass meine Apfelschorle in Ruhe. Warum werft ihr die Wespen nicht raus einfach? Hausverbot. Schauen wir mal. Wow. Zwei Helle. Geht schon. Halbe. Geht? Geht schon. Geht schon. Natürlich. Anton. Darf man die füttern eigentlich? Ich weiß es nicht, ich glaube nicht, aber... Falls man Enten nicht füttern soll, es tut mir leid, ich weiß nicht. Ist es überhaupt eine Ente? Die sind doch ein bisschen groß, oder? Warum ist der so groß und das eine Ente? Das ist keine Ente. Keine Ahnung. Das ist halt einfach eine fette Ente. Das ist Apfelsaft. Das ist auch keine Schorle. Heißt nicht Schorle, dass da Kohlensäure drin ist? Mhm. Ich glaube nämlich, dass Schorle nur heißt verdünnt mit Wasser. Kurze Frage habe ich. Schorle, heißt es mit Kohlensäure oder nicht? Ah, oh, wir haben kein Besteck, warte, ich komme. Danke dir. Sup, Chef. Das ist geil. Das ist sehr geil. Das ist sogar richtig guter Oberarzt, muss ich sagen. Ja. Boah, das ist schon ein großes Tier, Alter. Bro, du bleibst da, wo du bist. Du bist ein bisschen zu groß, mein Freund. Chill. Friedrich, hier. Ich kenne mich nicht aus mit Schwänen, aber er war nett. Ist in Ordnung. 20 Minuten. Ich bin einfach in den kompletten Matsch reingeschoben. Oh mein Gott. Eine gute Ausrede. Ah, okay, so nutzt ihr das. Also, ja, ihr Blondinen nutzt es so gesagt als Ausrede. Ja, wenn mal was Blödes passiert. Ah, ich bin blond. Ah, ich bin blond. So, ja. Das kann ich ja auch machen. Ah, ich bin schwarz. Perfekt. Champagner kipp auf den Boden für Tupac. 21 Jahre jung im Speck, ich so dumm. Meine Herkunft blond. Ja. Stuhl, den Strauen und Gott. Rob T, dein Ex-Girlfriend ist ein Groupie. Olympia. Das ist auf jeden Fall gutes Wetter mitgebracht. Ja. Sehr gut. Aus Rosenheim. Extra. Aus Rosenheim. Okay, er ist schon groß. Also Ding ist, Lena hat Höhenangst. Ich glaube auch, das ist irgendwie so der schnellste Aufzug Deutschlands oder Europas. Ich bin so Aufzug von, echt? Ja, zu Fuß werde ich da jetzt nicht hochgehen. Wie hoch sagst du, ist er? Boah, gute Frage. Weiß ich nicht. 600? Okay, ich sag 210. Ich sag so, ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, aber die Dame hat Höhenangst. Warte. Die Blondine hat falsch eingestellt. Ich hab hart gewonnen. Aber an die 25 km/h. Also bitte abgehen, ne, Leute, diese Gentlemen. Wenn wir jetzt stecken bleiben, wird unangenehm. Hat jemand Klaustrophobie? Nee? Perfekt. Ich schon. Das werden wir dann merken, oder? Ja. Ja. Das finden wir dann raus. Das fühlt sich schon schneller an, also wirklich. Ja, unterwärts ist bestimmt anders. Ja. Oh, ich krieg schon Druck auf den Ohren. Ist wie beim Fliegen, ne? Ich auch. Ja. Oh, Leute. 130. Ging schnell, ich hab gesagt 10 Sekunden oder so. Yes. Randy. Randy. R-A-N-D-Y. Oh mein Gott, hör mir auf. Hast du Höhenangst, ne? Ja. Mir ist ein bisschen schwindelig. Echt? Boah. Randy, darf ich dir mal checken? Natürlich, Bro. Alles fit? Du bist der Geilste. Dankeschön. Ich hab grad Date, weißt du? Ja. Ey. Oh mein Gott. Echt so hoch? Schon, ja. Alter, krass, schau, da ist Wien. In die Richtung irgendwo ist meine neue Heimat Wien. Lukas, ich vermisse dich. Lukas. Für alle Leute, die mich mal ansprechen und sagen, hey Randy, ihr seid die Besten. Ein dickes Bussi geht an euch raus. Hier ist windig, hä? Bisschen. Boah. Angenehme Kribbeln kommt von der Höhe. Okay. Das Angenehme ist von Randy. Ja, natürlich. Was? Geht es noch? Nein. Nee, geht nicht mehr. Geht nicht mehr. Leute, wir müssen 20 Personen zumindest reinpassen. Die Zulässigkeit ist ja 30 Personen. Runter die Esel. Anstrengend, die ganze Zeit hoch und runter zu fahren. Also bitte benimmt euch. Für wen ist anstrengend? Allgemein für den Fahrer. Vielleicht haben wir Übergewicht. Ich habe ein bisschen viel gegessen gestern, deswegen. Sorry, Leute. Mein Fehler dann. Da passen schon 30 Personen. 30? Genau. Das ist doch leserlich. Das ist so. Ah, Lesen ist nicht meine Stärke gewesen in der Schule. Merkt man. Bei den Höhenmetern wird man immer sauer. Verstehe ich auch. Verstehe ich auch. Wenn ihr den Job nicht merkt, dann auch anders. Wir nehmen es doch euch, gell? Alle benehmen. Da ist der größte Schwan, den ich je gesehen habe. Schon genug Make-up. Wir machen jetzt Schnick, Schnack, Schnucke. Wer verliert? Nein. Muss Kinder-Make-up machen. Nein. Okay, wir machen mal nur so zum Test, wer verloren hätte.
bis 1, okay? Oh mein Gott, du hättest echt verloren. Was für Bier verkauft ihr? Spaten. Spaten? Cheers. Schmeckt wie Limonade, das Bier. It's getting hot in here. Bis jetzt weiß ich immer noch nicht genau, was es hier für ein Fest ist, Ladies and Gentlemen. Aber es ist entspannt. Die Sonne scheint, das Wetter ist gut. Ich habe neue Babys. Babykatzen. Und die werden heute sterilisiert und kostet gern. Also es ist ein Mädchen, ein Junge. Ja. Das sind Geschwister. Und der Kleine hat letztens den Vogel gebracht. Hat er den einfach so gefangen? Er hat den einfach mitgenommen und er hat den die ganze Zeit durch die Gegend geschmissen. Schau ihn ja. Ich bin ehrlich, das ist eine süße Katze, aber ich bin mehr der Hunde. Echt? Ich mag Hunde mehr als Katzen. Ja, für uns ist halt einfach, er spielt einfach so damit. Er ist schon tot, oder? Ja, natürlich. So, Ladies and Gentlemen, jetzt zeige ich mal Lena, wie man schießt. Spaß, ich bin richtig schlecht. Sie war im Schützenverein 2 Jahre. Ich muss auf jeden Fall mehr machen. Jeder von uns schießt 6 Mal. Ich schaff gar nichts, gell? Ich kann nicht mal drücken. Warum? Ich glaube, ich bin zu schwach, ich schwör. Das war ein Treffer. Das sind 3 von 3, oder? Hallo Schützenverein, falls ihr mich aufnehmen wollt, sagt Bescheid. Ich bin zu gut für den Schützen. Aber wirklich? Wie viele Jahre waren wir im Schützenverein? Nicht lange genug. Aber du weißt, wie du schauen musst, gell? Ja, natürlich. Kimmel Korn. Der war leer, der war leer. Streifer. Treffer? Ja. Yeah. Yeah, okay. Wie viele haben wir jetzt? Noch 4 Stück. Noch 2. Ah. Das war gestriffen, die Arsch. Warte, ich lad dir. Ich bin zu gut. Wie viel hast du getroffen? 6? Ich hab 6. Und ich hab 3. 9. 9. Kann man sich auch irgendwo bei euch bewerben, als der niemals daneben schießt? Wenn es irgendeinen Schützenverein gibt, der meine Videos schaut und sagt, hey Randy, du kannst mal gerne vorbeikommen. Wisst ihr, was ich meine? Achso, das ist BMW Welt, das Museum. Und hier ist geiler in der Welt. Warum? Weil da geilere Karren stehen. Ah, okay, das ist schon... Ja, zeig ich dir. Ja. Das sieht schon komplett wild aus. Der ist sogar noch dreckig vom Rennfahren. Von denen jetzt, welchen würdest du nehmen, außer den Rennwagen? Ich würde den M3 nehmen, weil das ein Kombi ist. Ja. Auch mehr Platz. Und was ist das? M4? Ich würde trotzdem den Kombi nehmen. Rolls Royce gehört auch zu BMW, gell? Also für dieses Auto würde ich wirklich sehr viel machen. Ihr lasst mal ganz schnell Like und einen Kommentar da und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann abonniert ihr den besser jetzt. Boah, okay, der ist noch schöner. Wow. Sogar ein goldenes Rolls Royce Ding. Ich war hier noch nie drin, aber sieht sehr, sehr schön aus. Ich sag, dieses Auto kostet 190.000. Es geht schon. Du kannst ihn nicht selber Chaya nennen. Wieso denn nicht? Chaya ist eine absolute Beleidigung. Nein! Perfekt! Küsse lasse lang, Sonnenuntergang. Fokus Magic, Kokos Pokus, Nyro, anders. Kokos die Lokola Banda. Ich brauche in dieser Dunkelheit ein Licht. Wir befinden uns jetzt gleich vor diesem Restaurant. Wir haben aber gerade schon gesehen, dass da sehr, sehr viele Leute anstehen. Ich weiß nicht, ob wir einen Tisch bekommen. Was war das? Haare ausschütteln? Für Volumen. So macht man das. Ja, Toriel. Boah. Ich will noch nur Trüffelpasta. Einfach den wichtigsten Moment verpasst. Wir haben einfach gerade so Bonacera geschrien, dann haben die Leute applaudiert. Ich glaube, du hast wirklich ein krasses Restaurant ausgesucht, muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr süß aus. Von innen, von außen, Trattoria Italiana. Ohne Reservierung. Alles fit, Bro? Fit. Alles super. Ich dachte, du bist im Ausland. Ne, ich bin wieder zurück. Hi, Randy, freut mich. Geil, Bro. Ja, ich feiere deine Videos. Dankeschön, Bro. Geil, Mann. Danke. Freut mich, dich zu sehen. Sehr happy. Ja. Kleine Madame geht jetzt ihre Nase pudern. Was meinst du damit jetzt? Auf die Toilette gehen. Ah, okay. Thank you, Bro. Appreciate it. Es gibt auf jeden Fall die Karte sehr, sehr viel Auswahl, also richtig viel. Ist nicht immer ein gutes Zeichen, will ich nicht sagen, aber es sieht sehr.
sehr, sehr gut aus. Der Laden an sich, wir werden noch gleich nochmal reinschauen. Sie hat euch ja schon das Badezimmer gezeigt. Ist weiß oder rosé? Lugana, weiß. Zu trinken, schon entschieden. Wir kriegen ein Glas Lugana. Okay, 0,1, 0,2. 0,2. Dann ein Glas 0,2 Pinot Grigio. Okay, perfetto. Sie? Und was wolltest du essen? Carbonara. Und für mich... Pesto to the moon, okay. Pesto to the moon, ja. Wann hast du dein letztes Date eigentlich? Das ist, glaube ich, schon 3 Monate her. 3 Monate? Wir waren Kaffee trinken. Wow. Heute ist perfekter Tag. Heute ist ein bisschen Touri-Tag und... Es ist einfach perfekt. Also abgesehen davon, dass ich Höhenangst habe, okay, war es eigentlich schon so eine 9,5 von 10. Haben wir gut gemacht. 9,5 von 10. Habt ihr das gehört, Leute? Tschüss. Auf einen sehr schönen Tag. Hier haben wir eine fette, fette Bar. Da hinten wird gekocht. Sieht sehr, sehr kreativ aus. Bieten auch sehr, sehr viel Cocktails an. Geht wohl alles fit. Ich sag so, wie es ist. Ich glaube, das ist so ein kleiner Geheimtipp. Lena meinte auch, der Laden hat so aufgemacht Anfang des Jahres. Mhm, gerne. Danke. Dankeschön. Danke. Diese Pasta sieht super aus. Gut? Mhm. Ja? Auch sehr, sehr gut. Mhm. Danke. Ich bin ehrlich, bin ich der größte Carbonara-Fan. Hi. Nimm aber mit Guanciale, gell? Ja. Yes. Mach drauf. Wespe, geh weg. Das ist meine Guanciale. Wow, wow, wow. Heute haben wir es mit den Wespen, mhm, gell? Wir haben sie den ganzen Tag terrorisiert. Willst du eigentlich probieren? Mhm. Aber ist gut. Mhm. Ich mag auch gern grünes Pesto. Ein Schmackofatz. Das war Schmackofatz? Mhm. Das war Lecky Gold. Ich sag so wie es ist, die Pasta hat mir richtig getaugt. Ich würde, außer diese Wespe wird mich stechen, dann werde ich weiter runtergehen von meiner Bewertung. Gebe dieser Pasta eine 8,8. Perfekt al dente, super lecker geschmeckt. Ich hätte noch ein bisschen mehr Salz gebraucht, aber ansonsten war es super. Ich gebe eine 8,9. Ich brauche mehr Salz. Ja. Und die Soße ist ein bisschen zu flüssig. Aber die Pasta ist super al dente und der Guanciale ist geil crispy. Also. Und schmeckt auch voll rauchig, gell? Vollgas. Es muss ein bisschen cremiger. Das sieht so flüssig aus, finde ich. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber im Großen und Ganzen ist es wirklich super, super lecker. Wenn ihr ein Date habt, wenn ihr kein Date habt, wenn ihr eine Freundin habt, wenn ihr keine Freundin habt, wenn ihr einen besten Freund habt, kommt hierher, gönnt euch leckere Pasta. Über die Pizza kann ich noch nicht sagen, ich habe sie nicht probiert. Eine Stunde. Vor dem? Vor wem? Vor dem Kopf noch. Der hat auf jeden Fall keine Kopfschmerzen. Okay. Hast du Angst? Ja. Ich habe sehr Angst. Wie alt bist du eigentlich? 19. 19? Yeah. Zu leid. Ist aber mit der Schall nichts zu tun, wenn du mich fragst. Ich muss zusehen. So Leute, für mich geht's in ein paar Stunden nach Ibiza. Was ich nur noch mal sagen wollte, ist, nehmt auf jeden Fall die Folge mit Humor. Ich hoffe natürlich, die Folge hat euch gefallen. Lasst mich gerne wissen in den Kommentaren. Falls ihr da draußen sagt, hey, ich hätte auch Bock mit Randy ein Date zu drehen oder einen Tag zu verbringen, wie man es nennen möchte, dann schreibt mir gerne auf Instagram. Lenas Instagram ist auch unten verlinkt. Ihr könnt ihr gerne folgen. Danke an Lena nochmal. Liebe Grüße. Bye.